Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier im Arsch. Letzte Folge heute in der Aufnahmesession. Dann ist nämlich heute immer kurz mit der Aufnahme fertig. Wir verarbeiten eine Folge zumindest für morgen. Oder heute. Ja, vorweg ein dickes Dankeschön für alle, die mal reingeschaut haben. Was ich mir freuen würde, wenn ich mir eine Bitte erfüllt würde. Es kostet euch nichts, es kostet euch keine Mühe. Mühe, Anführungszeichen, ne? Also im Grunde, es geht darum, den Algorithmus von YouTube am besten auf die Beine zu helfen. Das heißt, dass mein Kanal für andere auch vorgeschlagen wird. Das heißt, was ihr da machen könntet und schön was machen würdet, einfach mal einen Kommentar da lassen. Ich dachte, alle Hallo oder so, ne? Ist ja egal was. Das ist der YouTube völlig egal, das kann die so nicht erkennen, denke ich mal. Wichtig, dass ein Kommentar da ist. Schön wäre es, wenn ein Daumen oben wäre und drei Minuten mal geschaut wird. Ne? Laufen muss es. Und das gucken, ob das unkraut hier weggeht. So, geht weg. Aber es zeichnet nichts an hier, ne? Nur da, wo gewachsen ist. Egal. Wir fahren dann mal zum Hof und holen mal Nachschub. Und dann machen wir mal die Felder. Ja, 5 und 6 und die 7 noch. Wenn wir das versuchen, heute schaffen. Die Brücke wird nun gebaut. Es kann sein, dass ein Fluss ein bisschen Stahl noch fehlen wird. Vielleicht ein bisschen Sand. Sand wird gerade hingefahren. Das wird da sein. Aber da muss ich ganz kurz hinschalten. Weil der macht mir Probleme. Da fahren wir selber. Kies war ja voll. Oh, der zweite Pfeiler steht. Wahnsinn, Baufortschritt zu sehen. Der Sand wird nicht viel fehlen, aber ich meine, es kann sein, dass so viel da ist, aber das ist dann auch egal. Ne? Paletten. Zementpaletten werden wir ungefähr noch 15 brauchen. Über Nacht hatte mal knappe 10 5 hergestellt. Das heißt, das wird ungefähr noch 2 Tage dauern, bis wir den Zement haben. Erstmal kann er ja arbeiten, ne? Das ist ja da. Sand machen wir auch noch rein. So viel wie er jetzt abgibt. Und dann erst dann wird man hier stehen. Beziehungsweise ne, da kann er mal stehen bleiben. Müsste eigentlich reichen. Den fahren wir jetzt aber auch hin. Zurück zum Kieswerk. Und da kann er da stehen bleiben. Den brauchen wir jetzt im Zementwerk, ne? Kann sein, dass ein bisschen viel Sand ist da, aber das ist auch egal. Was fehlt noch beim 6000 Händen? Ich kaufe das jetzt, weil das müsste ich jetzt reichen. Rein theoretisch. Also was fehlen wird, ist Zement. Aber das kriegen wir in den Griff. Achso, weggefahren. So gut. Ich war hier stehen geblieben. Und wieder abgelenkt, ne? Aber so kann eine Brücke bauen, ohne dass wir jetzt da lange nochmal gucken müssen. Alles da, bis auf Zement. Und das wird hergestellt.
Die erste Reihe ist wohl nicht gespritzt worden. Na gut. Ist nun auch wurscht. Wir fahren jetzt mal hoch und dann gleich mal die Felder 5 und 6 noch machen. Ne, 5, ja 5 und 6. Und die 7. Nach Möglichkeit. So, der Regen ist zu Ende. Ja, aber du. Das geht weiter, ne? Aber der Regen war gut. Muss man dazu sagen, es war lange trocken, ne? Der Winter war trocken. Hatte man ganz kurz anfangs mit dem Schnee gehabt. Ist ja nichts, ne? Ich dachte schon, unser Pflanzenschutz würde nicht funktionieren. Die Kühe wollte ich immer umstallen, aber kommen ja auch nicht zu nichts, ne? Aber wie gesagt, die Felder müssen bestellt werden. Und daher, wenn wieder die anderen arbeiten, mit dem Mähen und so, das ist ja läuft alleine. Und Autoreif. Da, sag mal so, werden wir ganz gut zurechtkommen. Mal sehen, was wir noch da haben. Müssen wir überlegen, ob wir da. Aber Tabak zählt nicht viel, ne? Also wir haben im Grunde kein Geld für Felder. Gibt es noch billige Felder in der Nähe? Billig ist gut. Schau mal. Die Ölfelder sowas, ne? Aber wie gesagt, der Aufwand ist extrem. Also kleines Feld mit viel Zaun. Das würde 84.000 kosten. Na, aber die für Tabak machen wir es nicht. Wir haben ein bisschen was im Lager. Das wird reichen für uns für das nächste Jahr, aber über das Jahr müssen wir Tabak anbauen. Können wir wieder die 21 machen oder ne? Hier eine Option. Aber wir können uns zu Notwort zukaufen. Bisschen ist ja noch im globalen Markt, aber für Thüringen bestimmt. Aber wann ich da bestellen kann, ich weiß noch nicht genau. Ich muss schauen, dass ich das hinkriege, dass ich in Anführungszeichen, naja, ja, Anführungszeichen. Also die neue Karte muss immer fertig sein, ne? Und ich habe dazu halt keine Meldung gelesen. Eine längere Zeit. Aber wie gesagt, das ist alles vom Fahren her hätten wir anders fahren können. Mir egal. Quer mit Acker fahren wollte ich auch nicht. Jedenfalls kann das schlagartig kommen. Es kommen ja viele Sachen, die vorher man gar nicht wusste, also ganzen Fütterung automatisch und so. Das wäre aber eine ganz große Sache. Also Fütterung automatisch würde schon zeitlich viel einsparen. Wir müssten dann bloß noch Schweinefutter reinkippen und so ein Lieferungsding. Und dann würde die Fütterung alleine passieren. Müssen wir nur noch einen Putzroboter haben, der schön sauber hält. Ah, der Fach angekommen. Gut, da kann er immer stehen bleiben. Weil da ist Zement. Die haben noch genug Rohstoffe, Sand und Kies. Also da machen wir keine Pflasterteile herstellen. Ja, den Baustelle müssen wir auch hinstellen. Dann haben wir noch keinen Verkaufspunkt für die Sachen her. Ich könnte auch eine Erde so ein Dings machen, ne? Wo man die Erde fördern könnte. Ne? So. Rechts ist Feld 4. Hier könnte man wieder verkaufen. Da müsst ihr mal anschauen, ob da so ein Kopf da ist. Ja, das werden wir alles machen noch. Finden wir noch Zeit für. Ja,
Aber das ist ja ein großes Fahrzeug, das geht ja ziemlich zügig, ne? Aber ich dachte, der geht auch. Alles im Livestream fertig, aber Pustekuchen, ne? Also die Saat muss der Keim haben, dann kannst du uns auch bekämpfen. So, da sind wir. Das Gran. Ich bin ja durchgefahren. Ja, ein paar Flecken sind noch da, wo es nicht gemacht wurde, aber gut. Kann ich mit leben. Und ganz kurz den ausklappen. Und in der Zeit den Traktor vom Feld fahren, ne? Sonst steht er im Weg, ne? Schön Hopfen hier. Fahren wir rüber. Gleich mal hochschicken. Und tschüss. Ich will früher machen können. Entlastung für mich. Nicht alles selber fahren müssen. So. C. B. Wird nämlich dunkel. Da ist ein Zeichen dafür, dass es auch vorbeugend wirkt. Jetzt fährt er hier in meine Richtung. Glaubst du gar nicht. Aber das ist halt so, ne? Dann machen wir mal die Runde hier so rum, ne? Ist ja dann auch egal. Wenn die Krähen ein bisschen gespritzt, ne? Auch gut gegen Läuse, denke ich mal, ne? Stirbt allgemein. Stirbt so ziemlich alles. Auch die Krähe. Nur keine Läuse mehr, ne? Ja, da haben wir ein bisschen Hopfen, haben wir schon mal. Wir hatten letztes Mal auch drei Felder gehabt, ne? Die 1, glaube ich, haben wir gehabt und die 17, 18. Okay, die 4 ist ein bisschen größer. Wird es so nicht reichen, ne? Müssen halt mehr Felder kaufen, nutzt auch nichts, ne? Die 66 zum Beispiel. Da haben wir viel sparen. Und vorkaufen noch ein paar kleinere Felder. Diese 8 und 9 und 10 zum Beispiel. Und das Gute ist, der fährt mit 45 km/h lang beim Spritzen. Die anderen machen ja alle nur 12 oder 11 oder so, ne? So, hier wird Fetten kommen, ja, alles weg. Ah, die Runde machen wir noch durch hier. Oder? Ja. Kann ich auch nicht übertreiben, ne? Geht auch im Algorithmus. Aber wie gesagt, die Vorschläge für andere ist ein bisschen dürftig. Hm. Ist schwierig anfangs. Also, liebe Zuschauer, die immer da sind, ist schon so ein bisschen ein Verzweifeln, ne? Also ihr könnt ja nichts dafür, dass euch im Grunde so wenig vorschlägt. Also das sind ja immer rund 250 oder so Vorschläge. Gut, dass da eine andere nicht guckt, ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Interessen sind halt verschieden, ne? Aber ist halt so. Weitermachen. Weiterkämpfen. Weiterhin. Ja, verbessern, wenn es geht. Also was halt, ne?
mein Gott, es gibt ja viele, die LS spielen, ne? Das Ganze mit eins der Gründe dafür, ne? Im Grunde 10 Jahre zu spät dran, ne? Aber gut. Vielleicht hat er hier, kann sie mal irgendwie mal einen neuen Rechner jetzt nachher. Dann hat er dann mal Lust, einen Mehrspielermodus zu machen. Mehrspielkarte zum Beispiel wäre eine Option. Finde ich jedenfalls eine gute Option. Hat wieder seine Insel. Zum Beispiel. Und man kann sich da auch ein bisschen Wettbewerb einfach. Was ist gerade los? Irgendeine Treiberinstallierung oder irgendwas. Der kennt er hier wieder neu. Hat Bild geflackert. So, schau, das soll es für heute gewesen sein. Ich mache kurz auch den Rest hier fertig. Schließe das ab. Und stelle schon mal auf Feld Nummer 6. Ja, morgen geht's. Ja, heute Abend. Heute Abend ist Livestream. Ab 20 Uhr, ob nun, ja, jetzt sind die 7 Folgen fertig. Gut, wenn ich jetzt nicht streamen würde, dann müsste ich jetzt neu machen, ne? Dann müsste ich heute ja nicht, aber wie gesagt, da wäre das dann wegen Samstag, Sonntag, ne? Ja, dann sagen wir tschüss, mal schauen. Und denkt bitte dran, ab und zu mal zu kommentieren und das eine oder andere liken und dazu lassen. Ja, schön, würde mich freuen. Es geht darum, dass auch andere die Vorschläge von mir bekommen, also mein Fun, der immer gezeigt wird, und mehr geht's nicht. Ob sie in der schauen, ist die andere Frage. Es geht immer nur darum, dass ich vorgeschlagen werde für andere Zuschauer halt, ne? Darum geht es dabei. Da sehe ich bei mir zwar keine Steigerung drin, ist man bei 300 ist das schon viel, aber wie gesagt, 150 ist so, ja, ein bisschen dürftig, ne? Finde ich jedenfalls. Es könnte ein bisschen mehr sein. Und da könnt ihr was tun. Nicht viel, aber ein bisschen, was ihr machen könnt. Das ist einfach mal einen Daumen hoch oder runter, ist egal. Und einen kurzen Kommentar, hallo, und fertig ist es. So, Leute, auch noch einen schönen Restfreitag. Würde mich freuen, wenn ihr heute Abend mal da seid. Oder mal Zeit habt. So ab 20 Uhr, 20.15 Uhr, je nachdem wie, ja, bin um 7 zu Hause, noch Abendessen vorher, wenn es geht, und dann, oder bei der Arbeit ein bisschen mehr essen vorher schon, kann ich ja machen, und da können wir pünktlich starten, ab 20 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, mal sehen. Ja, dann tschüss, ciao, und bis dann, tschüss.